The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself. So, Nick, ich werde jetzt gleich abgeholt. Abgeholt? Wohin gehst du denn? Thomas holt mich gleich ab. Wir wollten zusammen mal die neue Go-Kart-Bahn ausprobieren. Go-Kart-Bahn? Boah, das ist super. Darf ich mit? Nein, Nick, leider nicht. Die haben nur große Go-Karts. Die kleineren für Kinder, die kommen erst nächste Woche, haben sie gesagt. Ach, Menno. Aber selbst wenn, Nick. Es ist schon spät, du hast morgen wieder Schule. Du kannst ja noch ein bisschen Fußball gucken und dann machst du dich bitte bettfertig. Mama müsste auch jeden Moment vom Sport zurück sein. Okay. Oh, das müsste ja schon sein. Hi, mein Freund. Na, bist du fertig? Ja, klar. Kann losgehen. Hi, Nick. Nächstes Mal kommst du mit, okay? Alles klar, Thomas. Los jetzt. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe die Bahn für 8 Uhr reserviert. Tschüss, Nick. Tschüss, Papa. So, guten Tag, meine Herrschaften. Schön, dass Sie bei uns sind, auf der Go-Kart-Bahn. Sie können sich jetzt erstmal umziehen gehen, dann gebe ich Ihnen eine kleine Einweisung und dann geht's auch schon los. Wunderbar sehen Sie beide aus. Also, der Herr mit dem roten Helm bekommt den roten Flitzer und der Herr mit dem gelben Helm bekommt natürlich das gelbe Go-Kart. Hinter uns befindet sich der Start und sollte irgendwas passieren, haben wir natürlich auch immer einen Arzt mit dabei. Dieser sitzt da am Seitenrand und wenn was passiert, ist er sofort zur Stelle. Die Einweisung haben Sie erhalten, das Go-Kart-Fahren ist ziemlich einfach. Begeben Sie sich dann also bitte jetzt zum Start und gleich sind wir auch soweit. Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh Mann, Thomas, geht's dir gut? Wir müssen erstmal den Wagen wegschieben. Hau ruck! Können Sie mich hören? Hallo? Ja, ich höre Sie. Aber mein Bein tut so weh. Oh ja, ich sehe schon. Ich glaube, Ihr Bein ist gebrochen. Ich glaube, wir müssen einen Krankenwagen rufen. Kein Problem, ich habe ein Handy dabei. Hey, alles gut hier? Ich habe den Crash gesehen und habe schon mal einen Krankenwagen gerufen. Zur Sicherheit. Ja, sein Bein ist gebrochen. Aber ansonsten sollte er nichts haben. Glück gehabt, Thomas. Der Krankenwagen kommt gleich. Halt noch ein bisschen durch. Ja. Na, Thomas, das wird schon wieder. Ich komme hinterher ins Krankenhaus mit deinem Auto. Okay, mach das. Ja, liebe Kinder, leider hatten wir bei unserem Go-Kart-Fahren einen kleinen Unfall und Thomas ist gegen die Bande gefahren. So wie es aussieht, hat er sich ein Bein gebrochen, aber ansonsten geht's ihm gut. Ich werde jetzt zum Krankenhaus fahren und gucken, wie es ihm geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Hallo zusammen! Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und ich möchte gerne jetzt nach dem Film mit euch nochmal ein spezielles Set von Playmobil angucken, etwas genauer. Lassen wir es mal hereinfahren. Da seht ihr das Set 6869, die Go-Kart-Garage von Playmobil. Die habt ihr gerade auch schon in unserem Film gesehen. Aber ich möchte gerne mit euch zusammen dieses Set jetzt nochmal aufbauen und genauer ansehen, was da alles mit dabei ist. Los geht's! So, jetzt seht ihr alle Teile, die in dem Set enthalten sind, auf einem Haufen zusammengewürfelt und ich baue das jetzt nach und nach einmal auf.
Da ist einmal unsere fertige Garage. Die stellen wir auf unsere Rennstrecke. Und weiter geht's mit den Go-Karts. Unser Rennwagen Nummer 1 in Gelb, den stellen wir auch mit in die Garage. Und machen weiter mit dem zweiten Auto. Hier seht ihr das zweite Go-Kart. Sieht ein bisschen anders aus, spuckt hinten Feuer und hat eine andere Bereifung, sieht man hier. Auch den stellen wir mit dazu. Und jetzt haben wir hier noch jede Menge Kleinteile, die baue ich auch noch eben auf, stelle die mit dazu und dann schauen wir das Ganze von nahem an. Hier also jetzt die komplette Garage einmal aufgebaut. Ihr seht die Garage selber, dann die zwei Go-Karts, die dabei sind. Einmal links das rote mit dem Feuer hinten, rechts das gelbe Go-Kart mit dem Flügel, ein bisschen sportlicher wie ich finde. Zwei Figuren sind dabei. Und jede Menge Zubehör wie Ölfässer, noch ein Helm, ein Computer, Werkzeug, spezielle Öldosen, Benzinkanister. Dieses Set bietet eine Menge und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst uns doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, dieser Mix aus Unboxing und Film. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun.